Hallo und herzlich willkommen in der 21 Stump Street. Ich habe Post bekommen und zwar von der lieben Nadine. Und Nadine hat hier schon, ich weiß nicht, ob sie das selbst gemalt hat oder ob das ein Stempel ist, aber das finde ich echt niedlich. Dass euch das erzählt dann von meiner Adresse, aber das ist ja auch wurscht. Ja, nimmst du das wohl auf? Nee, er will es nicht, aber das ist echt schade. Doch, jetzt hier, so könnte es ja eigentlich auch gut sehen. Also dieses Mannequin da, das ist echt niedlich. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ob das gestempelt ist oder selbst gezeichnet. Ich weiß es nicht, aber es sieht wirklich süß aus. Finde ich ganz toll. Auch hier so mit dem Klebeband und so. Jetzt habe ich ja schon den Pocket Letter schon in der Gruppe gesehen. Und sie hat mir halt auch gepostet, ein Bild, wie er aussieht. Und ich habe mir den ausgesucht. Und ich bin natürlich trotzdem immer ganz gespannt. Und ich sehe schon, das gefällt mir schon sehr gut hier mit dem Tüll hier. Und das passt so schön mit den bunten Farben hier alles und das ist ach, wie schön. Nein, das ist ja toll. Ist das schön. Nee, also das gefällt mir richtig gut. Man sieht halt auch einfach, dass da viel Mühe und viel Arbeit drin steckt. Hier die einzelnen Fächer hier, das Papier ist alles geprägt hier. Und hier ist auch noch mal irgendwie so mit so einem die Wolke hier so ein bisschen so. Ja, ich weiß auch nicht. Geprickelt ist das, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also so sieht es zumindest aus. Und hier der Regenbogen so schön und beglittert. Und der Spruch, you color my world, finde ich also auch total schön. Hier so ein Tag noch drin. Also wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Deswegen habe ich ihn mir ja auch ausgesucht. Die kleinen Sternchen hier, also auch wirklich sehr viel Liebe hier fürs Detail. Ja, auch wieder dieser Regenbogen. Hast du den auch irgendwie selber gemacht? Hier einzeln irgendwie aufgeklebt oder ist das... Ich weiß nicht. Es sieht jedenfalls sehr, sehr schön aus. Also gefällt mir richtig, 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 richtig gut. Richtig schön bunt, richtig toll. Stand da noch was drauf? Nee. Ja, und wie gesagt, hier mit diesen, das gefällt mir halt auch mal gut. Hier am Rand so. Sehr schön. Doch, wirklich sehr schön. Vor allen Dingen, das finde ich toll. Nein, das mag ich. Ich fisch mir mal die Post auch mal gerade schnell raus. Ach, auch noch so hier nett gefaltet hier, ne? Das ist ja cool. Ja, ich freue mich auch. Ja, hätte ich zu Kindergartenzeiten, sage ich mal so, auch noch nicht gedacht. Oh nee, also ich nähe nicht. Ich bastel auch nicht mit Bügelperlen. Das machen zwar meine Kinder. Fimo wollte ich ja gerne mal anfangen. Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen. Resin habe ich mich noch nicht dran getraut. Und vieles mehr. Also ich mache eigentlich nur Papierbasteln, wenn ich ehrlich bin. Bin auch ein Novemberkind. Also wirklich schön. Und auch der Brief hier. Ganz, ganz lieb und nett. Und hier auf dem Didelpapier und so schön gefaltet hier. Also wirklich toll. Ganz toll. Sieht niedlich, wie der so gefaltet ist. So, dann gucken wir jetzt uns noch die Goodies gemeinsam an. Was haben wir hier? Was ist das? Was ist das? Magnet? Das ist ein Magnet! Ach, wie cool! Das ist ein Magnetlesezeichen. Das ist ja cool. Und hier so Sticker. Und auch wie niedlich. Die Pferdchen. Und oh, ein leckeres Bonbon. Oh, das kommt jetzt gerade recht. Das kann ich gut gebrauchen. Und noch mehr von diesen niedlichen Stickern. Die sind ja echt knuffig, ja. Ja, ich glaube, das könnt ihr auch mal gebrauchen. Erdbeermilch-Proteinmaske. Sind da zwei? Ne, ist wahrscheinlich das eine oder das andere. Ich habe mit sowas noch keine Erfahrung. Ich bin da nicht so... ich muss mir tatsächlich die Anleitung durchlesen. Und die sind ja auch toll hier. Wow. Die sind toll.
sind Schmetterlinge, ne? Aber was für tolle hier. Blau, schön. Da war doch der Brief drin, oder? Da ist noch mehr von diesen Sticky Notes. Ach, die sind ja schön. Die sind vor allen Dingen schön groß. Da kann man wenigstens auch mal was draufschreiben, ne? Und oh, Tee. Oh, Himbeertee. Oh, ich liebe Himbeertee. Himbeer mag ich gerne. Die riecht auch schon nach Himbeer. Himbeertee und ein Bonbon. Lecker. Und hier haben wir auch noch was. Oh, was haben wir denn hier? Ja. Ist es denn die Possibility? Ja, ich krieg dich drauf. Ein Holz-Embellishment. Kann ich auch mal näher machen. Die habe ich auch übrigens. Habe ich mir auch mal gekauft beim Action. Die sind auch immer schön, finde ich. Ne? Kann man auch immer schon mal dranhängen an irgendwelchen Sachen. Die sind ja mal ganz toll. Die sind ja auch schwer. Ja, ihr müsst jetzt leider noch mal ein bisschen was Geduld haben hier, dass das hier rausgefrunzelt hat. Kann ich euch ja gerade noch nebenbei eine kleine Geschichte erzählen? Habe ich die schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich habe einen Pocket Letter gemacht für jemanden und habe den verschickt mit Hermes ans Postfach. Hahaha, der kam natürlich 2 Tage später wieder zurück. Schön, 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 schön. 2 Tage später kam dieser Pocket Letter wieder zurück, weil die ja natürlich nicht ins Postfach senden. Ja toll, hätten sie mir ja auch sagen können. Ich habe mich beschwert, ich habe auch einen Gutschein gekriegt. Ich denke, jetzt machst du es richtig, schickst es mit der Post, dann kommt es ja auch wenigstens an. Ja, es ist angekommen. 2 Wochen später wieder hier bei mir. Super, ne? Ja, morgen schicke ich ihn dann nochmal los. Ein erneuter Versuch. Und ich hoffe, dass er dann ankommt. Ja, das mal nur so am Rande. Und irgendwie sind die zu dämlich gewesen, dieses Paket zuzustellen oder wenigstens dann wieder zurückzunehmen. Ich habe 4-mal anrufen müssen. Ja, also hier diese Charms. Liebe Nadine, die sind ja total süß und die sind irgendwie so schwer im Gegensatz zu so Fältchen, die ich so habe. Und hier die Schere, die ist ja auch gut, das Blatt. Schön, 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 schön. Und hier ist noch was drin. Und hier muss ich jetzt auch mal gerade bei gucken hier. Ja, das habe ich mir gedacht. Guckt euch das mal an. Könnt ihr das? Fängt meine Kamera dann ein? Wie geil ist das denn? Seht ihr das, dass sich das verändert? Das ist ja cool. Das ist echt cool. Ach, deswegen hast du das vielleicht auch so gemacht, ne? Damit man das so sehen kann, so ein bisschen, ne? Doch, wirklich schön. Und wenn ich mir so deinen Brief so anlese, dann hast du noch gar nicht so oft oder so viel mit Papierbasteln zu tun gehabt oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hast du das wirklich, wirklich sehr, sehr schön gemacht und das gefällt mir richtig, richtig gut. Egal, ob du das jetzt nur schon lange machst oder nicht lange machst, der gefällt mir richtig gut und habe Spaß dran. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist einfach hier noch so ein Notizblöcklein und den werde ich weitergeben an meine Kinder, die freuen sich immer über sowas. Vielen lieben Dank, Nadine, auch für die schönen Goodies. Ich habe mich gefreut und ich bin ganz baff, wie schnell der eigentlich letztendlich dann hier war und ich wünsche noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!